hier. Schlimm ist das. So, was habe ich bekommen? Bei sonstiges. Was war das für ein Armreif? Oder so? Amethyst? Nee. Ah, nee, vielleicht bei Bekleidung? Amulett oder irgendwas? Nee, ich weiß nicht mehr, wo das jetzt genau war. Ach. Totenbeschwörerrobe. Ist natürlich cool. So, Waffen. Die Stäbe müsste ich auch mal verkaufen. Ich hoffe mal, dass diese Mirabelle gleich oder so, dass die es nämlich anfangen rumgeführt hat. Ach, habe ich dich umgerannt? Sorry. Vorsichtig! Vorsichtig? Sicher? Kann ich über den Haufen laufen? Anrempeln? Wozu die Eile? Ja, ich renne nicht über den Haufen. Ach, egal. So. Gehen wir mal raus. Ha, da kommt er gerade rein. So, da hinten ging es jetzt zu... Da war diese Mirabelle. Halle der Leistung. War das jetzt meine Lehrerin oder war das ein so Mitschüler? Nee, ich glaube, es ist eine Lehrerin. Ich brauche immer noch Hilfe, wenn ihr die Zeit erübrigen könnt. Na gut, dann beeil dich. Der Zauber ist endlich abgeklungen. Genau wie ich es gesagt habe. Ja, genau wie du gesagt hast, also, das ist auch alles in Ordnung gewesen. Seid ihr bereit, es noch einmal zu versuchen? Ich bin zuversichtlich, dass es dieses Mal funktionieren wird. Wehe, wenn nicht, dann gibt's Fresse. Ich warte und versuch's nochmal. Es wird sich lohnen. Ja, das sehe ich gleich. Gut, jetzt nur nicht bewegen. Ja. Oh meine Güte, das ist nicht richtig. Wartet nur, wartet! Das kriege ich wieder hin. Oh nein, das war ganz falsch. Lasst es mich noch einmal versuchen. Die Akademie von Kuriositäten. Das läuft wirklich nicht so, wie ich gehofft habe. Die wird hier nicht gerade gern dieses gesehen. Mal bekomme ich es hin, das schwöre ich. So, schon wieder besser. Nun, am Ende ist ja alles gut ausgegangen, nicht wahr? Es war mir ein Vergnügen. Einverstanden. Immer schön lügen. Und danke für eure Hilfe. Ihr seid ein guter Freund. Ah ja. Ich hab gedacht, ich krieg dafür noch was. Was folgt mich? Braucht eure Hilfe? Ah nee, das braucht man nicht. Ich gehe dann mal wieder. Ah jo. Cool. So, ich muss, glaube ich, jetzt nach... Wo sind jetzt hin? Da. Nee. Ich sollte doch hier rein. Ach so, wahrscheinlich nach oben. Haha, klar. Das macht mehr Sinn. Ja, das. Bitte behelle ich den Erzmagier nur, wenn es wirklich unbedingt nötig ist. Ja, ja, klar. Wenn es Probleme gibt, lasst es mich wissen. Es ist meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass alles seinen Gang geht. Wo lerne ich neue Zauber? Nun, das hängt davon ab, wonach ihr sucht. Zerstörungszauber. Faralda kann Zerstörungszauber lehren und bietet Training dafür an. Wo finde ich Faralda? Finis ist einer der besten Beschwörer. Finis, haha, der hört sich komisch an. Er kann euch mit Zaubern dieser Art helfen. Lasst euch von Teufdir nicht täuschen. Er ist die höchste Autorität auf dem Gebiet der Veränderung. Einer der besten in Tamriel und stets bereit, sein Wissen weiterzugeben. Wenn ihr Drevis findet und ihn dazu bringen könnt, dass er sich konzentriert, kann er euch so einiges über Illusionsmagie beibringen. Und dann ist da noch Colette. Zwar ist der Umgang mit ihr nicht immer ganz leicht, doch ihr Wissen über die Wiederherstellungsmagie ist enorm. Und wo finde ich die... Was wird hier von mir erwartet überhaupt? Es gibt keine Erwartungen. Diese Akademie ist ein Ort, an dem man Magie ungehindert lernen und ausüben kann. Keine Prüfungen und so? Ich hoffe, ihr teilt alle Entdeckungen aus euren Studien zunächst mit den Mitgliedern der Akademie. So können alle davon profitieren. Gut, dann suche ich den diesmal Faralda auf. Wisst ihr etwas über den Stab des Magnus? Nun, das ist eine merkwürdige Frage. Warum in aller Welt wollt ihr das wissen? Der Erzmagier hat es kürzlich erwähnt. Ich verstehe.
Nun ja, das habe ich wohl erwähnt, aber ich weiß nicht genau, was ich euch seiner Meinung nach nun sagen soll. Ich habe ihn erst vor einigen Monaten darauf hingewiesen, als die Synode hier auftauchte und danach suchte. Offenbar dachten sie, wir hätten es hier irgendwo in einem Schrank. Was sind die Synode? Magier, die ihren Hauptsitz in Cyrodiil haben. Sie halten sich seit ein paar hundert Jahren für die kaiserliche Autorität in Sachen Magie. Meines Wissens wollen sie mit ihren Aktionen in Wirklichkeit nur die Gunst des Kaisers gewinnen. Viel Politik, wenig Magie. Ich war ganz überrascht, sie vor unserer Tür vorzufinden. Sie schienen durchaus liebenswürdig, doch die Richtung, in die ihre Fragen gingen, war mir nicht ganz geheuer. Es zeigte sich, dass sie versuchen, machtvolle Artefakte an sich zu bringen, um ihre Macht zu festigen. Also weiß keiner, wo es der Stab findet? Das weiß niemand hier. Na toll. Die Synode schien überzeugt, dass er irgendwo im Himmelsrand sein müsse. Sie erkundigten sich nach den Ruinen von Sulf, aber mehr weiß ich nicht mehr. Es klang, als seien sie dorthin unterwegs, auch wenn sie aus dem Grund dafür ein großes Geheimnis daraus machten. Wenn ihr unbedingt nach dem Stab suchen wollt, findet ihr sie möglicherweise noch in Sulf. Erwartet nur nicht, dass sich ihre Mitglieder als kooperativ erweisen. Okay, das war's dann auch. Viel mehr will ich gar nicht quasseln. Wo finde ich denn jetzt hier die Herren Professoren Feralda zum Beispiel? Das ist Nirja. Achso, die war ja vor unten auch schon. Endtier. Soll ich nicht mit dem reden wegen einem Nebenquest oder so? Ich will euch einen Rat geben. Ihr wollt an etwas arbeiten, das offiziell nicht erlaubt ist? Sagt es einfach niemandem. Wenn ihr etwas braucht, das ihr offiziell nicht haben solltet, dann sucht mich auf. Wenn ihr jemandem erzählt, dass ich das gesagt habe, lasse ich euch von innen heraus verbrennen. Verstanden? Ja, ich wollte mit dir reden, jetzt komm. So locker die Einstellung der Akademie auch ist, so gibt es doch einige Dinge, die nicht erlaubt sind. Ihr habt das von Onmund gehört. Na, das ist ja putzig. Onmund hat zu viel Angst davor, selbst zu mir zu kommen und hat euch vorgeschickt. Kann sein. Ich will es euch ganz einfach machen. Bei mir gibt es keine Umtauschmöglichkeit. Das hat Onmund von Anfang an gewusst und er hat es trotzdem durchgezogen. Also gibt es nichts weiter zu sagen. Ist im Interesse aller. Tja, wisst ihr, es ist mir herzlich egal, was für alle das Beste ist. Mich kümmert nur, was für mich am besten ist. Können wir Geschäfte machen? Ich hoffe, ihr habt Geld. Ich habe genug Geld, mehr als du wahrscheinlich. Ja, die Frage ist, was habt ihr zu bieten? Sehen wir es uns doch einfach mal an. Waffen? Stab der Zombies, naja. Du hast ziemlich wenig Geld, muss ich ja schon sagen. Kleidung? Nur Schrott. Schriftrollen? Eigentlich auch noch ein bisschen Crap. Zutaten? Naja. Vielleicht wird man das irgendwann mal brauchen. Bücher? Okay. Zeug, was ich bis jetzt noch nicht hatte. Blitzrune, Blitzstachel. Feuerball, habe ich den nicht schon? Feuerblitz. Feuerrune, Flammen, Flammenmantel. Kettenblitz. Ich weiß gar nicht, was davon alles schon hab, weil ich es noch nicht hab. Zutatenbücher, sonstiges. Mächtiger Seelenstein, ach du Scheiße. Ich hör noch ein bisschen Schrott los. Meinetwegen. Ja gut, wahrscheinlich, weil die Rede konnte sich Horus kriege ich auch nicht den vollen Preis. Brauche ich nicht. Stab der Zombie brauche ich nicht. Den brauche ich nicht. Schutzgeist brauche ich auch nicht. Ziel erleidet 25 Punkte Schaden und doppelt so viel Magika-Schaden. Den brauche ich aber eigentlich auch nicht. Raserei könnte lustig werden. Den nehme ich mal, aber Schutzgeist... Scheiß drauf. Mach ich Platz.
sonstiges, Drachenschuppen. Boah, bitte. Bücher. Habe ich ja schon alle benutzt. Nee, das mache ich nicht. Onmund will was zurückhaben. Ich habe ganz deutlich gesagt, dass ja, kein Umtauschmöglich, das weiß ich. Umtauschmöglichkeit gibt. Bezahlen würde. Nein, ihr versteht das nicht. Onmund hat ein Geschäft abgeschlossen. Er hat seine Wahl getroffen und nun muss er damit leben. Okay. Nochmal genau auf Onmund. Blablabla, Umtauschmöglichkeit. Wenn ich umstimmen kann. Nein, ihr versteht das nicht. Onmund hat ein Geschäft abgeschlossen. Er hat seine Wahl getroffen und nun muss er damit leben. Da rückt es echt gar nicht raus. Was genau sind hier laut? Es ist zum Beispiel keine gute Idee, eure Kollegen an der Akademie absichtlich umzubringen. Davon würde ich euch abraten. Auch Diebstahl und Überfälle können euch in Schwierigkeiten bringen. Und was die Forschung betrifft, nun, mit einer guten Erklärung kommt ihr mit fast allem durch. Wenn ihr für eure Experimente lebende Testobjekte braucht, ist es einfacher, das außerhalb des Akademiegeländes zu erledigen. Okay, du willst also gar nicht. Bis zum nächsten Mal. Was zum? Hops. Na, klasse. Das war Mirabelle, genau. Oder den Stab des Magnus finden können. Aniel Gain, war das einer von den Lehrern? Ich weiß gar nicht mehr. Ich gehe nochmal eine Etage hoch und guck mal, was es dann da gibt. Ach, da geht's noch raus. Klasse. Wo finde ich denn diese Feralda? Wo finde ich denn die? Meine Fresse, ist das so schwer? Oder nur ein paar Zerstörungszauber. So, Wiederherstellung. Ich habe übrigens auch gehört, man kann hier neue Stufe, habe ich wieder erreicht. Zerstörung. Magika. Nochmal Magika, okay, zweimal Magika. Und dann Zerstörung. Und dann, boah. Versteckter Blitz, oder was war das hier noch? Verstärktes Feuer. Achso, da kann ich noch gar nicht nehmen. Haha, hab ich noch gar nicht. Okay, dann, kann ich von Lehrling zu Adept? Nee, kann ich auch nicht. Was brauche ich denn noch? Irgendwie kann ich hier nichts sinnvoll anwenden. Weil Zerstörung würde ich mal in Richtung Adept gehen eigentlich, aber da brauche ich noch 50. Ich habe aber nur 40. Okay, dann geht's halt doch nicht. Was habe ich denn überhaupt hier bei der Herstellung? Da kann ich teilweise auch Sachen schon nehmen. Okay, Schmiedekunst, Verzauberung, Veränderung, so Zeug, aber das brauche ich gar nicht. Wiederherstellung kann ich ja mal reingehen. Talente zu verbessern 2. Ich will jetzt nichts Falsches nehmen. Ich heb's nochmal auf. Also da wer Ahnung hat, vielleicht nochmal in die Comments oder so schreiben, dann weiß Bescheid. Dann lasse ich das gerade nochmal. Wo muss ich überhaupt lang? Da muss ich lang. Oder? Oder hier? Nee, wo muss ich überhaupt hin? Ach so, ja, ist ja eine Nebenquest ausgewählt, da ist ja irgendwo. Pass mal auf. Wir nehmen mal einen anderen Quest. Ich will jetzt nicht nochmal da in die Ruinen von Zulft. Sprich mit Entia, ja, haben wir ja. Hab ich ja schon gemacht. Nur warum war das jetzt nix? Jetzt geht's. Hier war ich doch gerade drin. Ich hatte doch mit dem geredet. Warum hat das keinen Questvorschritt gegeben? Er hätte doch stimmen müssen, ja, bla 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 und so weiter und so fort. Diesen das. Wo ging's denn nochmal hoch? Treppe, 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 da.